Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, Atopos. Atopos, das geliebte Wesen wird vom liebenden Subjekt für Atopos gehalten. Eine Bezeichnung, die Sokrates von seinen Gesprächspartnern verliehen wird. Das heißt für nicht einzuordnen, von immer wieder unvorhersehbarer Originalität. Erstens, die Atopia des Sokrates hängt mit Eros zusammen. Sokrates wird von Alkibiades umworben und dem Zitterrochen. Sokrates elektrisiert und betäubt Menon. Atopos ist der andere, den ich liebe und der mich fasziniert. Ich kann ihn nicht einordnen, eben weil er der Einzigartige ist, das besondere Bild, das sich wundersamerweise herbeigelassen hat, auf die Besonderheit meines Verlangens zu reagieren. Es ist die Figur meiner Wahrheit. Sie lässt sich mit keinem Stereotyp erfassen, dass die Wahrheit der anderen ist. Die Atopie des anderen überrasche ich auf seinem Gesicht, und zwar immer dann, wenn ich darin seine Unschuld, seine große Unschuld lese. Er weiß nichts von dem Bösen, das er mir antut. Oder, um es mit etwas weniger Nachdruck zu sagen, von dem Bösen, das er mir angedeihen lässt. Als Unschuld widersteht die Atopie der Beschreibung, der Definition, der Sprache, als Klassifikation von Namen. Als Atopos lässt der andere die Sprache erbeben. Man kann nicht von ihm über ihn sprechen. Jedes Attribut ist falsch, schmerzhaft, taktlos, peinlich. Der andere ist unqualifizierbar. Das wäre die genaue Bedeutung von Atopos. Drei Merkmale arbeitet Roland Barthes in diesem kleinen Abschnitt über die Sprache der Liebe heraus, nämlich, dass der Liebe Geliebte erstens nicht einordnenbar ist durch sein Verhalten, durch all das, was er verkörpert. Er ist unvergleichlich, anders als alle anderen. Und dadurch fasziniert er den Liebenden. Der Geliebte verkörpert eine Wahrheit, die man unbedingt begreifen will, aber nicht, vielleicht auch noch nicht begreifen kann. Sokrates gilt als der Prototyp dafür. Zweitens, der Geliebte verkörpert Unschuld. Der Geliebte weiß nichts von dem Bösen, das er mir antut, nämlich, dass er mich durcheinander bringt, dass er für mich unerklärlich ist. Drittens, seine Art lässt sich nicht beschreiben, lässt sich nicht in Sprache fassen. Man kann nicht über ihn sprechen. Jede Attributierung ist falsch. Man wird sprachlos, stumm, so wie Zerbinetta in Richard Strauss' Oper Ariadne auf Naxos, die die Liebe besingt und singt, kam der neue Gott gegangen, hingegeben war ich stumm, stumm, stumm. Angesichts der Liebe versagen die Worte. Schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Sokrates. Über die Liebe spricht Sokrates mit anderen Weggefährten auf dem sogenannten Symposion, das Platon geschrieben hat. Darin versammeln sich Freunde zu einem Gastmahl und sprechen über die Liebe. Und jeder einzelne von ihnen trägt vor, was die Liebe sei. Aristophanes erzählt den berühmten Mythos vom Kugelmenschen. Sokrates berichtet davon, dass er Eros,
durch eine Frau verstehen gelernt habe. Eros ist der Weg zur Erkenntnis, das Streben nach Wahrheit, nach dem Guten und Schönen. Und zum Schluss kommt Alkibiades zu Wort und er berichtet über seine Verliebtheit zum Sokrates und er schildert ihn, wie tapfer dieser Philosoph ist und das vor allem, dass er auch ein ganz seltsames Verhalten an den Tag lege, ein unerklärliches Verhalten, was ihn auch sehr interessant macht. Das sieht so aus. Alkibiades sagt, Sokrates hatte ein ganz eigenartiges Verhalten. Zum Beispiel, es war ihm etwas eingefallen und er stand nachsinnend darüber von morgens an auf einer Stelle. Und da es ihm nicht voranging, ließ er nicht nach, sondern blieb immer forschend stehen. Nun wurde es Mittag und die Leute merkten es und erzählten verwundert einer nach dem anderen, dass Sokrates vom Morgen an über etwas nachsinnend dastände. Endlich, als es Abend war und man gespeist hatte, trugen einige Ionier, denn damals war es Sommer, ihre Schlafdecken hinaus, teils um im Kühlen zu schlafen, teils um auf ihn Acht zu geben, ob er auch die Nacht über stehen bleiben würde. Und er blieb stehen, bis es Morgen ward und die Sonne aufging. Dann verrichtete er noch sein Gebet an die Sonne und ging fort. Wie aber dieser Mensch in seiner Wunderlichkeit ist, er selbst und seine Reden, so würde einer auch von fern nichts Ähnliches finden, weder bei den jetzigen noch bei den alten. Dieses unerklärliche Verhalten Sokrates, nämlich das Verharren in Ruhe, um nachzudenken. Das ist etwas, was damals ganz arg aufgefallen ist und die Menschen verunsichert hat. Sokrates ist unvergleichlich, nicht einordnbar. Dieses Motiv der Nicht-Einordnbarkeit des Geliebten zieht sich durch die Literatur des Abendlandes und der Weltliteratur ganz allgemein, durch die hohe Literatur und durch die Trivialliteratur, angefangen von Heinrich von Kleists Käthchen von Heilbronn bis zu dem Vampir Edward Cullen in Stephanie Meyers 2005 herausgekommenen Roman Bis zum Morgengrauen. Dieser Edward Cullen, ein Vampir, der kann nämlich die Gedanken aller lesen, nur nicht die Gedanken seiner geliebten Bella. Sie hat magische Fähigkeiten, einen ganz besonderen Duft, eine erotische Magie, die für ihn vollkommen unerklärlich ist und ihn sehr verwirrt. Aber Spaß beiseite, kehren wir zur hohen Literatur zurück, zum Käthchen von Heilbronn. Das ist ein Prototyp für eine Geliebte, die in ihrem Verhalten so unerklärlich ist, dass der Mann total durcheinander kommt. Käthchen von Heilbronn, 1810 uraufgeführt, ist jetzt über 200 Jahre alt. Entstanden in einer Zeit, in der sich Gott von der Welt entfernt hatte, spätestens durch die Philosophie Kants, der Gott zu einem Ding an sich erklärt hatte und damit für den Menschen zu einem unerklärlichen Wesen. Man kann allein an ihn glauben, ihn fühlen, ihn ahnen, aber aussagen kann man nichts mehr über ihn. Und dieses Fühlen, das Ahnen, diese Gottnähe, die verkörpert für die Männer jener Zeit, die Intellektuellen, das verkörpern die Frauen. Frauen, Kinder und Verrückte, das sind Wesen, die der Natur näher stehen, weil sie irrational sind, weil sie nicht logisch denken, weil sie noch nicht vom Baum der Erkenntnis und der Rationalität gegessen haben, weil sie noch nicht ihre Unschuld verloren haben. Ganz im Unterschied
zum Mann, der ein rationales Wesen geworden ist durch den Sündenfall. Und genau diese Unschuld verkörpert nun Käthchen. Käthchen hat nämlich auch ein ganz seltsames Verhalten. Sie ist ein ganz junges Mädchen aus Heilbronn und sie läuft dem Grafen Wetter von Strahl, dem Ritter Graf Wetter vom Strahl hinterher. Und zwar durch dick und dünn. Er versucht, sie immer wieder loszuwerden, weil ihm das Ganze unheimlich ist. Aber sie lässt nicht locker und sie folgt ihm auf Schritt und Tritt. Irgendwann denkt sich der Ritter, jetzt ist es genug. Ich muss versuchen herauszubekommen, warum sie das tut. Und ein glücklicher Zufall ergibt sich dadurch, dass der Wetter vom Strahl hört, dass das Käthchen im Schlaf spricht. Und zwar ganz vernünftig. Man kann sich ganz vernünftig mit ihr unterhalten. Und das ermöglicht ihm, sie zu fragen, denn im Traum spricht der Mensch Wahrheit. Ich zitiere. Ich kann diesen Jammern nicht mehr zusehen. Dies Mädchen, bestimmt, den herrlichsten Bürger von Schwaben zu beglücken, wissen will ich, warum ich verdammt bin, sie einer Metze gleich mit mir herumzuführen. Wissen, warum sie hinter mir herschreitet, einem Hunde gleich, durch Feuer und Wasser mir Elenden, der nichts für sich hat als das Wappen auf seinem Schild. Es ist mehr als der bloß sympathetische Zug des Herzens. Es ist irgend von der Hölle angefacht, ein Wahn, der in ihrem Busen sein Spiel treibt. So oft ich sie gefragt habe, Käthchen, warum erschrakst du doch so, als du mich zuerst in Heilbronn sahst, hat sie mich immer zerstreut, angesehen und dann geantwortet, ei, gestrenger Herr, ihr wisst's ja. Dort ist sie, wahrhaftig, wenn ich sie so daliegen sehe, mit roten Backen und verschränkten Händchen, so kommt die ganze Empfindung der Weiber über mich und macht meine Tränen fließen. Ich will gleich sterben, wenn sie mir nicht die Peitsche vergeben hat. Ach, was sag ich, wenn sie nicht im Gebet für mich, der sie misshandelte, eingeschlafen? Doch rasch, ehe Gottschall kommt und mich stört, dreierlei hat er mir gesagt. Einmal, dass sie einen Schlaf hat wie ein Murmeltier. Zweitens, dass sie wie ein Jagdhund immer träumt. Und drittens, dass sie im Schlaf spricht. Und auf diese Eigenschaften hin will ich meinen Versuch gründen. Tue ich eine Sünde, so mag sie mir Gott verzeihen. Der Wetter vom Strahl spricht mit dem Käthchen und es stellt sich heraus, dass dieser rationale Mann sehr viel dümmer ist und sehr viel weniger weiß als dieses Kindweib, das ein unschuldiges Naturwesen ist und mit seiner Unlogik sehr viel näher an der Wahrheit dran. Das Unbewusste macht sprachlos. Allenfalls im Traum und im Märchen kann das Unbewusste zu einer Sprache werden, die grammatikalisch richtig ist und verstanden werden kann. Denn an sich ist die Sprache etwas, was der Logik angehört und deshalb der Wahrheit, die mit dem Unbewussten zusammenhängt, mit der Nähe zu Gott, nicht geeignet ist. Da kommen wir zum dritten Punkt, zur Undefinierbarkeit. Der Geliebte entzieht sich jeglicher Klassifizierung, er macht sprachlos und er verdammt dazu, stumm zu werden, wie Zerbinetta, die bei jeder neuen Liebe stumm wird. Ich habe lange gesucht in der Literatur, bis ich Beispiele gefunden habe, die das zum Thema haben. Ich habe eigentlich nahezu nichts gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, wie will man auch einen Text finden, der von einem großen Sprachkünstler geschrieben ist und dessen Thema die Sprachlosigkeit ist. Nur zwei Beispiele habe ich gefunden und sie stammen typischerweise aus dem Bereich der Mystik,
aus Persien, Nordindien, aus der Sufi-Mystik. Und ihr Thema ist das Mysterium der Liebe, der Erhebung zum Göttlichen, zu etwas Erhabenen. Das eine Beispiel stammt von Rumi aus dem 13. Jahrhundert und der kleine Text geht so. Auch wenn ich versuchen wollte, Liebe zu beschreiben, wenn ich sie erlebe, bin ich sprachlos. Und das andere Beispiel stammt von einem indischen Sufi-Mystiker, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, Kan-i-Kanan Abdurrahmin. Das geht so. Ich wurde ganz zu Liebe und weiß nicht mehr, wer ist das Herz, wer Liebe und wer der Freund ist.